New Orleans. Endlich kommt die Gang in New Orleans an, während Cooper unbedingt nach Franks suchen will, hat Isabel mit eigenen Problemen zu kämpfen. Sieh sich einer diesen Plunder an. Also gut, David. Mal sehen, was du hier drin aufbewahrst. Marshall Wayne. Ich sehe, betreten Sie Privatgelände. Ich glaube, Sie benötigen dafür eine Genehmigung. Für Gauner wie dich brauche ich keine Genehmigung, Frank. Kommen Sie einfach ganz ruhig mit uns. Ich würde es bevorzugen, das wie in den guten alten Zeiten zu regeln. Schade, dass man das heute nicht mehr so macht. Ich denke, das ist die Leine um deinen Hals, die da spricht, hm? Ist das so? Hey, David will den Marshall lebend. Schon vergessen? Schnauze. Komm schon, Frank. Denk an die Kohle. Klar. Die Kohle. Das ist alles, was zählt, hm? Frank. Oh, wir sehen mal einen Kopf. Ohne Hut. Bring den Marshall zu den anderen. Bewegung. So viel zu den guten alten Zeiten. Die sind längst vorbei, Marshall. Das glaubst du wirklich, ja? Schaff ihn mir aus den Augen. Ihr seid diesem Typ mal so gefolgt? Wir wissen, er war unterwegs nach New Orleans. Ich habe ihn schon gesehen. Arbeitet für die David Company. Aber wo er ist, weiß ich nicht. Tut mir leid. Ja. Wir hören uns um. Und was planst du jetzt? Ich sollte mich eigentlich mit Wayne treffen, aber der ist verschwunden. Meinst du, ihm ist was zugestoßen? Schon möglich. Ich suche besser nach ihm. Da sind wir dabei. Wir schulden dir noch was für die Hilfe. Ihr schuldet mir gar nichts. Hey, amigos. Hast du alles, was du brauchst? Bianca ist geölt und einsatzbereit. Gut, dann brechen wir auf und suchen Frank. Was ist mit Isabel und ihrem Freund? Okay, hör zu. Warum teilen wir uns nicht auf? Ich bin ziemlich sicher, dass ihr zwei das alleine schafft. Mhm. Wir treffen uns dann später, in Ordnung? Sicher. Okay. Auf geht's, Hector. Bis später, Ladies. Na dann? Also, was geht hier vor? Wir suchen Isabels Freund. Willst du dich anschließen? Ich nimm's dir nicht übel, wenn du ablehnst. Wie gesagt, ich schulde nur ungern jemand einen Gefallen. Damit das klar ist, wir finden ihren Wayne, dann sind wir quitt. Sei mal ein bisschen lockerer, Schätzchen. Du bist in New Orleans. Wie auch immer. Irgendwelche Ideen, wie wir ihren Wayne finden? Ich wette, die David Company steckt dahinter. Vielleicht wollten die ihn aus dem Weg schaffen. Macht Sinn. Aber wie finden wir raus, was passiert ist? Lass mich nachdenken. Hat er jetzt schon gesteckt, dass es der Marshall war? Wayne meinte, er hat drei Männer im Auge, die mit David zu tun haben. Arthur McGain, Amtsrichter, sitzt abends im Café Chez Manu. Raymond Irving hat das Red Lantern übernommen, nachdem der vorherige Besitzer verschwunden ist. Und Ted O'Neill war früher Schmuggler, hat jetzt aber einen Job als Vorarbeiter am Pier 9. Ich wette, einer von denen ist darin verwickelt. Hat vielleicht sogar einen Brief mit Anweisungen bei sich. Einen Brief, hm?
Und woher wissen wir, wer der Schuldige ist? Wissen wir nicht. Gute Frage. Wir sollten mal ein wenig durchs Viertel spazieren. Da halten sich viele der Wittleute auf. Wenn wir die Lauscher aufsperren, finden wir vielleicht was raus. Es hört sich eher danach, der Letzte hat's. Wie aufregend. Wir sollten uns auch eine Verkleidung besorgen. Dann finden wir den Schuldigen im Nu. Oder wir schalten einfach unsere Ziele aus, bis wir den mit dem Brief finden. Ach komm schon, McCoy. Ein bisschen Detektivarbeit macht sicher Spaß. Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um Spaß zu haben. Wir werden sehen. Jetzt brechen wir besser auf. Wayne wartet. Okay, wir sind hier in Safe Zone. Das ist alles Safe Zone, oder wie? Ich kümmere mich drum. Ich spaziere hier nur. Nee, nicht alles. Was zum Teufel? Das ist nicht richtig. Hey, was machst du da? Gefällt mir. Ist doch irgendwas im Schilde. Zu einfach. Lasst uns weitergehen. Hier vergeuden wir nur unsere Zeit. Kann man nie wissen, Schätzchen. Könnte sich auszahlen, ein paar Gespräche mit anzuhören. Mal sehen, was sich machen lässt. Das ist schlecht. Die reden nicht mit, also... Wir folgen einfach den Hinweisen. Ich stehe daneben, aber ich höre nichts. Ha, das wird gut. Tja, ich habe gehört, am Pier 9 geht alles den Bach runter. Scheiße, der Falke schwitzt bestimmt jetzt schon Kugeln. Der Falke ist ein Sklaventreiber. Ich glaube, er schläft sogar am Pier 9. Die Zeiten haben sich wirklich verändert. Früher sind er und ich gemeinsam durch die Bars gezogen. Oh, der Falke am Pier 9. Ich nehme an, Sie benutzen Codenamen. Hey, das ist Red Lantern. Was gibt es da nachzudenken? Ich bin pleite. Und Spinne hat schon wieder die Preise erhöht. Ah, du dumme Nuss. Das Red Lantern gehört jetzt der Company. Das bedeutet, dass wir einen Preisnachlass bekommen. Ja. Spinne. Was sagst du? Bin mir nicht sicher, ob Spinne das auch so sieht. Die Spinne im Red Lantern. Genau, sag ich doch. Kinderspiel. Die Frage ist hier. Ja, das böses Gebiet, dachte ich mir schon. Kalt. Oh, ich verstehe. Scheiße, schon. Warum können wir nicht ins Schema nu? Was zum Teufel? Willst du dich beim Schakal einschleimen? Nein, aber das Schema nu. Ich frage mich halt, wie das Essen dort schmeckt. Schakal. Du Idiot. Halt dich vom Schakal fern. Und jetzt sei still. Ich muss nachdenken. Bleiben wir unauffällig. Ja gut, den Schalken, Schakal kenne ich jetzt auch. Das ist der Schakal dann. Der hat ein Briefsymbol. Und der hat ein Briefsymbol. Ja, wir können jetzt drei verschiedene Arten angehen. Entweder alle wegballern oder... Ich würde am liebsten gerne die Verkleidung als erstes mir gönnen. Dann kann ich hier das auch... Nein, das kann ich nicht zwingend belauschen. Doch, ich kann es belauschen. Den kann ich aber nicht belauschen. Jetzt wird's interessant. Ah, da hinten ist noch mehr. Puh, aber wie soll ich den belauschen? Detektiv ab. Ja gut. Das Problem ist ja immer nur der. Mehr nicht. Und wenn ich hab gehört, am Pier 9 geht alles den Bach runter. Scheiße. Der Falke schwitzt bestimmt jetzt schon Kugeln. Der Falke ist ein Sklaventreiber. Ich glaube, er schwitzt. Wo du bist, Wayne. Ich komme. Wie viel Zeit ich habe, das ist unglaublich.
Was gibt's da? Ich kümmere mich drum. Das Red Lantern. Das schickste Bordell im Viertel. Die Mädchen dort lassen Träume wahr werden. Ich habe allerdings gehört, dass seit Irvings Übernahme harte Zeiten angebrochen sind. Oh, mir ist schwindelig. Hab doch gesagt, die steigt einem zu Kopf. Schnappen wir uns die Verkleidung und dann weg hier. Okay. Das wurde gesehen. Ich dachte nicht, dass es gesehen wurde tatsächlich. Oder dass es gesehen wird. Falke schwitzt bestimmt jetzt schon Kugeln. Der Falke ist ein Sklaventreiber. Ist das... Hey! Mitten durch die Hölle. Wer braucht eine Spritze? Oh, jetzt geht er rauf und hüpft auf ihn drauf. Irgendwas... Lol. Ich hab da so ein Gefühl. LOL! Wie easy ist das denn bitte? Hier kenne ich mich aus. Das Red Lantern. Das schickste Bordell im Viertel. Die Mädchen dort lassen Träume wahr werden. Ich glaube, sie. Ich habe allerdings gehört, dass seit Irvings Übernahme harte Zeiten angebrochen sind. Mal sehen, nur ein kleiner Nummer 2. Kinderspiel. Da kommt mir ein Gedanke. Zivilisten muss ich jetzt nicht unbedingt töten. Frei wie ein Vogel. Was geht's? Aber sie muss trotzdem genau weg da. Kümmern wir uns ums Unkraut. Was ist das? Das ist nicht gut. Cheat. Ich hätte sie gleichzeitig ausnocken sollen. Ich habe allerdings gehört, dass seit Irvings Übernahme harte Zeiten angebrochen sind. Keine blöde Idee. Verdammt nochmal. Ich zeig euch die Stadt. Okay. Nur ein bisschen Blut. Eins. Pix. Nageln und Pix. Der da. Bleiben wir unauffällig. So. Schlendern wir ein bisschen. Was? Wer zum Teufel? Okay, okay. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also anscheinend jetzt funktioniert es ja doch mal richtig. Dauert nur eine Sekunde. Wir bemerken uns gar nicht. Die werden nicht einer. Pix. Nageln wir und der da. Pix. Sein oder nicht sein. Die werden nicht sein. Hör mir halt mal zu. So. Kümmern wir genau, sag ich doch. Genau das kehren wir einen Blick. Ist doch ein bisschen Blut. Die Suche, damit lässt sich arbeiten. Du schaffst das, Katie. Ah, New Orleans bei Nacht. Einfach nur so. Das ist in Ordnung. Gut. Da kommt mir ein Gedanke. Einmal kurz umdrehen, bitte. Uhu, meine Liebe, du trägst das Ding mit Klasse. Vielen Dank. Hallo. Bis der Vorhang fällt. Wo ihr Freund wohl steckt. Festhalten. Oh ja. Was ist denn da? Geht schon irgendwie. Da schaust du. Sehr reizend. Feste. Okay, machen wir sie fertig. Ich kümmere mich drum. Finger von der Lady. Wird erledigt. So geht's auch. Schon entschieden? Und wenn der aufwacht, der wird den Schreck seines Lebens haben. Zwei Tote, drei Gefesselte. Keine Sorge, das kenn ich schon. Ich bin ganz Ohr, Darling. Okay. Haben wir schon mal ein Kleid. Das wird lustig. Mithilfe dieses Kleides würde ich sagen, da haben wir jetzt eine Möglichkeit. Hey. Was? Was? Lass mich nur machen. Ja, das wird lustig. So, jetzt haben wir eine Möglichkeit, Leute wieder zu belauschen. Der dort hinten wird wahrscheinlich nicht möglich sein, oder?
Der sieht ja direkt hier hin. Ich komme mir vor wie ein Detektiv. Der Falke. Erzähl. Er hat eure Anweisung bekommen. Sagt, um Mr. Wayne kümmert sich jemand. Das ist gut. Was bedeutet, dass der Falke derjenige ist, den wir suchen? Wo stehen wir denn? Ja, ich denke, jetzt sollten wir es herausbekommen. Dann sollten wir unserem Mann einen Besuch abstatten. Vorarbeite. Bezaubernd. Was zum... Augen und Ohren offen halten. Ich würde aber gerne auch die anderen Sachen hören. Hier gibt's nicht viel zu sehen. In diesem kleinen Hof ist irgendwas los. Könnte sich lohnen, mal nachzusehen. Okay. Unauffällig bleiben. Suchen wir uns eine gute Stelle zum Belauschen. Wie geht's dem Schakal? Dieses Mal hat er den Brief nicht bekommen, also wartet er auf Befehle. Gut. Was bedeutet, dass der Schakal nicht unser Mann ist? Später noch ein Trick. Ja, gut. Und wie du kennst dich gut aus, Isabel. Aber sicher, ich habe den Großteil meines Lebens in New Orleans verbracht. Ich kann mir nicht vorstellen, an solch einem Ort zu leben. Ach, man gewöhnt sich dran, Liebling. Scheiße, warum können wir nicht ins Schemanu? Was zum Teufel? Willst du dich beim Schakal einschleimen? Nein, aber das Schemanu. Ich frage mich halt, wie das Essen dort schmeckt. Du Idiot, halt dich vom Schakal fern. Und jetzt sei still. Ich muss nachdenken. Oh, der Schakal. Im Schemanu. Kinderspiel. Hoffentlich bemerkt uns niemand. Die Suche geht weiter. Was ist denn hier los? Wir sollten uns einfach nur unauffällig verhalten. Ich möchte unnötigen Ärger vermeiden. Erzähl mir von Spinne. Hat den Brief dieses Mal nicht bekommen. Aber das Geschäft läuft gut. Ich werde es weitergeben. Das war alles. Was bedeutet, dass die Spinne nicht unser Mann ist? Ja, okay. Und die anderen haben es bloß bestätigt. Da unten ist unser Ziel. Schlimmeres erlebt. Ja, ich habe gehört, wie Cooper und Hector vorankommen. Sehr wahrscheinlich stecken sie bis zum Hals in Ärger. Seid ihr schon lange gemeinsam unterwegs? Nur ein paar Wochen. Fühlt sich allerdings viel länger an. Oh, ich Moment. Kenne den Geruch. Warum hat... Dragons denn? Klingt aufregend. Schauen wir uns oben mal um. Gut, nur nicht die Ware probieren. Die steckt einem zu Kopf. Okay. Okay. Du bist ein normaler Schütze. Langweilig. Sind wir quitt. Das ist unser Ziel. Da oben ist ein Poncho. Den Poncho kann ich im Wasser entsorgen. Dann haben wir hier auf jeden Fall etwas, was passieren könnte. Unfälle. Das ist Tier 9. Mir wurde gesagt, dass für morgen eine große DeWitt-Lieferung auf dem Plan steht. Es erklärt wohl auch, warum Mr. O'Neill immer noch unterwegs ist. Die Frage ist, wer sieht überhaupt den? Kein Problem. Ich schicke sie auf die andere Seite. Ist doch leicht. Ich kümmere mich drum. Wir folgen einfach den Hinweisen. Niemand sieht den. Stimmt, die haben Dunkelheit da teilweise. Okay. Wir haben Schützin, Schläger. Meine Güte, was? Wir können jetzt aufräumen. Gibt's hier einen Longcode? Hier gibt's keinen Longcode. Und wieder zur Sache. Es braucht nur einen Blick. Ich schick sie zu euch. Dauert nicht lang. Komm doch. Mit auf mein Zimmer. Ich komme, Baby. Oh, bin zum Rest. Oh ja. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Du siehst sie nicht, weil es dunkel ist. Ein Glück. Der Lampenträger ist aber lästig. Oh, der Lampenträger. Unfälle passieren. Sie kann sich relativ frei hier bewegen. Also sie, meine ich damit. Bleib, wo du bist, Wayne. Ich komme. Das ist faszinierend, weil... Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Ah ja, wir haben ja auch eine Lampe, die wir kaputt machen können. Oder ausmachen können. Das ist eine Schützin. Ja. Das sollte gehen.
Das muss O'Neill sein. Wenn er unser Mann ist, sollte er einen Brief mit Anweisungen bei sich haben. Ich kann seine Taschen filzen, wenn ihr wollt. Oder wir machen das auf die altmodische Art. Hä? Bin in einer Sekunde da. Okay. Lassen wir die Dame verschwinden, oder? Danach werden alle alarmiert. Oh, am besten wäre natürlich, wenn beide jetzt darunter stehen würden. Oh, das könnte sogar jetzt wahr werden. Alles oder nichts. Hast du das gehört? Ist das? Da war irgendwas. Ich komme mir vor wie ein Detektiv. Oh, Scheiße! Das ist heftig! Zu einfach. Das ist einfach falsch. Na dann, locken wir sie an. Ja, dann. Immer ich kann dich ablenken, Schätzchen. In Ordnung. Von diesem schrecklichen, schrecklichen Geschehnis. David hat eine Seele für. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, kann das sein? Naja, so. Diese Stadt muss man einfach lieben. Augen und Ohren offen halten. Kinderspiel. Das muss O'Neill sein. Wenn er unser Mann ist, sollte er einen Brief mit Anweisungen bei sich haben. Ich kann seine Taschen filzen, wenn ihr wollt. Oder wir machen das auf die altmodische Art. Zu einfach. Hast du was gehört? Freund wohl steckt. Was? Ja, scheiße. Das ist einfach falsch. Sehr gut. Beide erwischt. Dementsprechend habe ich jetzt auch die mich beim letzten Mal erwischt. Oder den mich beim letzten Mal erwischt hat. Ich weiß, was ich tue. Wie zum Teufel ist das passiert? Es braucht nur einen Blick. Verpass deine Chance nicht, Darling. Oh, scheiße. Das ist heftig. Geh vor. Verdammte Sauerei. Oh, ich weiß genau, was ich tue. Eine Seele. Lieber im Kräuterschneiden. Sehr schön. Und tschüss. Feine Sache. Sein oder nicht sein. Hol mir mal den nächsten. Na dann, locken wir. Suchen wir uns doch ein Plätzchen. Ich komme, Baby. Sehr gut, in der Dunkelheit sehen die halt gar nichts. Die sind blind. Zur Sache jetzt. Was? Gefällt mir. Zum Rasieren. Die Spur ist noch nicht kalt. Geht klar. Schön. Eine Nacht in erfüllen, verstanden? Verschwindet von der Bildfläche. Du bist eine Schützin, O'Neill. Nein, Schläger, das ist falsch. Verdammt, denk doch nach. Bleiben wir anständig. Ah, das riecht nach Ärger. Danach sind wir das Werk. Der Doktor ist da. Das war's für dich. Ich hab da so ein Gefühl. Unterwegs. So. Wie aufregend. Dann machen wir mal das Licht hier aus. Nur sicher ist sicher. Ja, ja. Ja, ja. Dann. Was ist das? Und wieder zur Sache. Oh. Wieder das Licht. Das ist Ernst? Ah, okay. Du reagierst wie ein Poncho. Wollte mir gerade sagen. Schon wieder das Licht, ne? Augen und Ohren offen halten. Leicht zu verstecken. Teufel, wir brauchen hier mehr Männer. Oh, shit. Was habe ich getan? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Die Suche geht weiter. Ziemlich viel Gewicht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Genug. Ich wollte das. Gut, dass ich Streichhölzer habe. Fuck. Hat schon jemand irgendwas gefunden? Mistkerle. Nö. Aber jetzt speichere. Jetzt lade ich nicht. Scheiße, lass. Weiter suchen. Ich weiß, dass sie hier sind. Weiter suchen. Wer zahlt nachher die erste Runde? Davon gehen jetzt zwei, glaube ich, wieder rein und die anderen zwei patrouillieren die ganze Zeit. Wenn ich mich recht erinnere, oder? Wo gehen die hin?
Patrouillieren die jetzt zu viert? Wie werde ich den dort unten los? Nein, das ist falsch. Das sind Schützen. Wir sind doch alle Freunde, oder? Nette Abwechslung. Ich bin ganz Ohr, Darling. Ich treffe immer. Kriegst du leicht Angst? Nur ein bisschen Blut. Noch eins? Nageln wir sie fest. Noch einer. Ich kümmere mich drum. Schade, dass wir nicht zum Spaß hier sind. Okay. Versuchen wir doch mal, alle gemeinsam zu erwischen. Koordiniert. Hier kenne ich mich aus. Ich schicke sie auf die An. Ha, das wird gut. Genau da, wo es weht. Ich komme mir vor wie ein Detektiv. Tut gar nicht weh. Unterwegs. Sehen wir uns um. Das wird sehr stark. Schnüffelst du herum, hä? So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Leute! Scheiße, die Verstärkung fehlt. Die Verstärkung ist draufgegangen. Ich will bloß schauen, ob sie... Ich bin jetzt... Okay, die haben mich erkannt und dann... Okay. Ja, das war jetzt wegen dumm, weil McCoy müsste weiter vorne stehen. Wer braucht eine Spritze? Ah, das riecht nach Ärger. Schlendern, ich weiß, wo ihr Freund wohl steckt. Kümmern wir uns ums Unkraut. Das wird gut. Das Problem ist, ich muss halt... Sie muss halt aufstehen. Und ich schick sie auf die andere Seite. Den erwischen. Das tut richtig weh. Ich hab das nicht vorgestellt. Das war auch nicht perfekt. Das war schon besser. Aber es war nicht perfekt. Ganz ruhig. Wir sind hier sicher. Aufstehen. Eine Seele für Papagere. Mach Platz. Den. Aufstehen. Tut genau den. Mein Gedanke. Und du kannst hinschleichen. Und Ohren den. Offen halten. Geschlafen. Ziemlich viel der Wettgefolge. Wer braucht eine Sehr schön. Wir sehen uns in der Hölle. So, viel zur Verstärkung, nicht wahr? Die haben wir vier Leute auf einen Schlag erledigt. So, wir machen es bei denen aber. Wie weit siehst du? Du siehst dort unten nicht, was passiert. Also erstmal müssen wir das Licht hier ausmachen. In Ordnung. Herr Doktor? Danke. So, jetzt könnten wir Scheiße, das Licht ist ausgegangen. Die Poncho. Kann ich da hinten entlang gehen? Du kannst entlang gehen. Okay, dann ist es dein Job. Beeilen wir uns. Beide Ponchos erwischen. Ich zeig euch die Stadt. Den dort hinten sieht er den nicht zwingend. Aber ich will nicht. Feine Sache. Den, ich will den dort unten erwischen. Ein kleiner Peaks. Zwei. Wir folgen einfach den Hinweisen. Gut. Wenn der jetzt wieder abhaut, dann. Sind die Geschichte. Hoffe ich, dass der das dort unten sieht. Sollte aber so sein. Jetzt wird's interessant. Das wird jetzt echt noch nicht zum Rasieren scharf. Ja, jetzt hat er sich gerade umgedreht. Das war dumm.
Halt, nee, der hat's gesehen. Du hast noch zu tun. Hey, Süße. Ab mit dir. Mach Platz. Hallöchen, kleiner Mäusejäger. Okay, den kann ich damit ablenken, aber das bringt's. Die Spur ist noch nicht. Ich schick sie auf die andere Seite. Ja. Irgendwas? Jetzt reagieren die richtig. Die reagieren jetzt langsam richtig. Manchmal reagieren sie nicht richtig bei dieser Sicht. Aber das war jetzt so richtig, auch wenn es ewig gedauert hat. Das bringt sowieso nichts. Wir brauchen. Spielen wir jetzt Detektiv? Wir brauchen McCoy. Wir brauchen Katie. Diese Stadt muss man einfach lieben. Könnte ich den ganzen Tag machen. Mal sehen, was sich machen lässt. So. Machen wir sie so einfach. Das Werkzeug. Probieren wir es einfach. Probieren wir alle wieder auf einmal auszunocken. Ich schick sie auf die andere Seite. Keine Bewegung. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Irgendjemand wurde angeschossen. McCoy. Oh, ich verstehe schon. Ich zeig euch die Stadt. Kümmern wir uns ums Unkraut. Gut. Eine Seele für Papagere. Du noch. Und dann ist Ruhe hier. Ziemlich die übel. Show geht weiter. Was zum. Du brauchst eine kleine Pause. Ups, den habe ich wohl nicht. Gar nicht. Den habe ich wohl nicht erwischt. Sorge. Ich habe was. Eine Art Brief. Eine Liste. Mit Anweisungen. Und sie erwähnt deinen Freund Wayne. Das ist es. Gut gemacht, Leute. Sammeln wir uns. Ich möchte einen genaueren Blick drauf werfen. Ziemlich viel der Wettgefolge. Okay. Wir werden ja sehen. Ja, das war auch wieder. Wenn das die Mission war, war es entspannt. Aber ich könnte mir vorstellen, das war sozusagen Part 1 von dieser Mission. Also gut, was haben wir denn hier? Sieht so aus, als ob die Mistkerle Wayne entführt haben. Haben ihn zu einem abgeschiedenen Ort gebracht. Hier steht eine Adresse. Ein Lagerplatz. Sogar ganz in der Nähe. Nur die Straße entlang, an diesen Straßensperren vorbei. Also müssen wir uns mit weiteren Männern der DeWitt-Kampagne rumschlagen. In Ordnung. Die Kompanie hat sehr viele Männer. Das ist also die Stelle. Und du meinst, wir finden ihn dort? Das hoffe ich doch stark. Da, okay. Dieser Schuppen dort sieht nach einem Büro aus. Ich habe so ein Gefühl, dass sie ihn dort festhalten. Womit ich werde das da weggeschleppt. Danach sind wir quitt. Na, dann befreien wir mal ihren Wayne. Vorausgesetzt, dass er noch lebt. Das hoffe ich doch. Wenn sie ihm auch nur einen Finger gekrümmt haben, dann werden sie höllisch bezahlen. Okay, aber tatsächlich, sie kann ja heilen. Hilft immer. Gut. Ich bin ganz ohr. Ein bisschen süchtig, wie? Den Lagerplatz finden. Frank. Okay, wir haben jetzt ein großes Und ich dachte, es war eine chillige Mission. Jetzt haben wir doch wieder ein größeres Gebiet vor uns. Okay. Ich komme mir vor wie ein Detektiv. Tja, es gibt anscheinend. Interesting. Wo ihr Freund wohl steckt? Was kann ich hier aufknacken? Nicht stehen bleiben. Kümmern wir uns drum. Teufel. Nix. Ich bin ganz ohr, Darling. Was passiert? Ah, was gezeichnet.
Das sollte gehen. Was ist das? Hurensohn. Tja, okay. Alles klar. Ich behalte sie im... Dauert nur einen Moment. Was? Was? Damit habe ich kein Problem. Kommen wir zur Sache. Okay, snipern. Hände ruhig. Hier passt man besser auf. Kümmern wir uns ums Unkraut. Ich kümmere mich drum. Wir uns ran. Oh, ich schieß nicht daneben. Ich hab da so ein Gefühl. Wieder einer weniger. Gut. Danach. Wir kommen hier ganz gut genau durch. Das, was ich brauche. So, ich kann auch hier da. Also, dann bin ich schon mal drin. Was glaubst du sonst, warum sich hier alle in die Hose machen? Bringen wir schon. Wir haben ja auf jeden Fall einige Schuss zur Verfügung. Und hier schaut keiner mehr ins Gebiet rein. Lass mich nur machen. Die Suche geht weiter. Das kann ich gebrauchen. Hier wäre was zum Hochklettern? Ah, dort oben ist ein Sniper. Keine faulen Tricks. Verstanden? Meine Spezialität. Voll ins Schwarze. Der musste weichen. Unterwegs. Dann hole ich mir die Munition gleich nochmal. Ist da irgendwas? Nö, nö. Haben wir noch mehr von diesen? Genau, das nehme ich. Vielen Dank. Puh, wir haben ja voll den Weg vor uns. Dort runter. Voll den geradlinigen Weg. Aber wir müssen hier nicht entlang. Gut, wir müssen doch hier entlang, weil der andere Weg ist. Sieht ein bisschen schwieriger aus, oder? Nicht zwingend, wenn wir koordiniert vorgehen. Dachte ich mir schon. Ach, da gibt's ja auch einen Wachhund. Den habe ich schon lange nicht mehr. Der kann Kate aufspüren. Mitten durch die Hölle. Indem er ihr ruchloses Parfüm wittert. Ich habe Freunde auf der anderen Seite. So, was machen wir? Da läuft einer herum, da sind drei. Irgendein Grund, warum er jetzt kommt? Wir könnten hier und dann da rauf. Wie fleckst du unseren? Oh ja. Bleib, wo du bist, Wayne. Ich komme. Ja, ich glaube, das ist klug so. Ha, das sieht vielversprechend aus. So. So langsam frage ich mich, wie tief dieser Kaninchenbau hier geht. Gib mir nicht die Schuld, Schätzchen. Wie sehe ich aus? Meinst du, er wird mich bemerken? Genau so. Besser nicht. Sobald er es tut, steckst du in der Klemme, Partner. Oh, Scheiße. So ein Hund. Vielleicht sollte ich Alarm auslösen. Oder ich sollte mich... Ich muss gar nicht mit denen kämpfen. Ich kann hier einfach hier vorbeischauen. Also, kommt er morgen wirklich? Was glaubst du sonst, warum sich hier alle in die Hose machen? Ach so, deshalb. Vermutlich ist es das Klügste sogar, sich hier vorbeizuschleichen und hier zu verstecken. Ich muss sie nicht bekämpfen. Okay. Der Hund ist das einzig Gefährliche, alles andere kann ich umgehen. Irgendein Grund, warum er jetzt kommt? Die Flexte unsere? Oh ja. Die Spur ist noch nicht kalt. Gut.
Sehr gut. Wie sehe ich aus? Meinst du, er wird mich bemerken? Moment. Hey! Besser nicht. Okay. Ah, der dort oben. Vielleicht hätte ich ihn doch irgendwie... Ah, wie kann ich den ausnocken? Wie kann ich den dort oben loswerden? Was gibt's? Hey, Süße. Bist du da? Ab mit dir. Irgendein Grund, warum er jetzt kommt? Ich schaff dir auf die andere Seite. Was guckst du so? Lieber wie sehe ich aus? Meinst du, also kommt er morgen wirklich? Was glaubst du sonst, warum sich der dort oben in die Hose machen? Ist nicht mehr anwesend. Ach so. Oh, deshalb. Sehr schön. Nishi the Kid. Ja, auf diese Namensträger habe ich jetzt gar nicht geachtet. Hier Kopfgeld und sowas. Da gibt es bestimmt in den Gebieten auch welche. Seid nicht zufällig verwandt, oder? Oder? Oder hier auf dem Markt. Wäre eigentlich blöd, oder? Wenn hier welche mit Namen rumstreifen. Weil hier ein Kopfgeld dafür. Naja. Also blöd. Deswegen, aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Bisher habe ich noch keinen Namen entdeckt. Schade, dass es hier keine besondere Hervorhebung für Namen. Moment, vielleicht gibt es eine besondere Hervorhebung für Namen. Vielleicht sind es diese X. Naja, ich sehe aber keinen. Hier zumindest keinen Namen. Schütze, 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 Schütze. Okay. Ich sehe hier echt keine Namen. Tja, aber hier haben wir einen Namen. Nishi the Kid läuft hier rum. Also kommt er. Den müssen wir also ausnocken. Was glaubst du sonst, warum sich dann, dann schauen wir weiter. Okay, du siehst. Du siehst nicht, was da passiert. Okay, gut. Schützen, Poncho, Schütze. Schütze, Poncho, Schütze, Schütze, Longcoat, Poncho, Poncho. Kein besonderer bisher gesehen. Schütze, Poncho, Poncho. Kommst du nachher noch zum Dragon's Den? Klar, aber nur wenn du zahlst. Scheinbar ist das der einzige Name, der hier noch rumfleucht. Okay. Mein einziges Kopfgeld. So, das bedeutet, wir müssen jetzt langsam mal sicher. Der Hund stört jetzt gerade ein bisschen. Wie sehe ich aus? Meinst du, er wird mich bemerken? Besser nicht. Ach, das war tatsächlich tut, ein Poncho. Das war. Das war tatsächlich risky, was ich gemacht habe. So, Nishi the Kid. Ein Poncho. Okay. Ja, was machen wir? Also, kommt er morgen wirklich? Oh, was glaubst du sonst, warum sich hier alle in die Hose machen? Ach so, deshalb. Hm. Ich sollte vermutlich die erstmal ausnocken. Nageln wir sie fest. Und wenn nächstes Mal Nishi the Kid kommt, dann mache ich den weg. Mach Platz. Auf der Straße kommen noch. Das war dummer Weg. Dummer Weg, den sie gelaufen ist. Da habe ich sie jetzt nicht gebremst, rechtzeitig. Oh ja. Die nichts spüren. Du gehörst nicht zum Kampf. Okay, vielleicht sollte die Katze ablenken vorerst. Und dem seine Sicht ist gefährlicher. Ich hab eine auf. Na los. Los. Was ist das? Oh ja. Okay. Eine Sekunde länger warten. Eine Sekunde länger warten. Katze? Beeilung. Jetzt wird's interessant. Oh. Hey. Wo kommst du? Ich zeig euch die Stadt. Die werden. Eins? Irgendein Grund, hey, warum er jetzt kommt? Ding. Hast du gehört, was in Colorado passiert? Teufel. Hey, oh. Shit. Einen Ticken zu nah dran. Okay, nochmal. Na los. Katze? Bin schon da. Ich bin ein kleiner Mäusejäger. Nur ein kleiner Pieks. Einer. Nur ein bisschen Blut. Zwei. Und der da.
Irgendein Grund. Auf die Straße kommen noch mehr Wachen. Sie halsen sich mit der Suche nach diesem Wayne eine Menge Ärger auf. Welchen Teil von Freund hast du nicht verstanden, Schätzchen? Weckst du unseren? Mach Platz. Oh ja. Wohin? Willst du mich ärgern? Erwischt. So, Nishi the Kid. Please come in. And find out. Ich habe eine Aufgabe. Wie sehe ich aus? Meinst du, er wird mich bemerken? Besser oh. nicht. Sobald er es tut, steckst du in der Klemme, Partner. Easy. Oh, scheiße. Eine Seele für Papa. Geh mit Schlitz. Papa Gede. Genau, sag ich doch. Kopfgeldjäger, Veteran. Also, Fortschritt bei der Kopfgeld-Achievement. New Orleans. Wurde mir gerade genau, angezeigt. Wie Mutter gesagt hat. Zu einfach. So, okay. Ah, das riecht nach Ärger. Ah, ich kann gar. Ah, okay. Ich wollte nämlich da hoch und dann konnte. Hätte ich mal schauen können, was ich so snipen kann. Stattdessen. Ja. Haben wir hier ein Problem. Genug Zeit vertrödelt. Wir haben kein Problem. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Mal sehen, was sich machen lässt. Diese Stadt muss man einfach lieben. Wo ihr Freund wohl steckt. Hier ist kein Longcode, oder? Ja, ja. Machen wir mal die Sachen da weg. Das triggert mich, dass es da und blink. Schützen, ja. Kinderspiel. Sieh genau hin. Aber den kann ich weglocken. Mir nach, Schätzchen. Aber sicher doch. Und wo ist der Haken? Hat mir schon oft den Hals mitten durch. Genau wie Angel. Scheiße, ich Schade, muss zurück. Dass wir so Spaß hier sind. Was? Wer hat das Licht ausgehen lassen? Ich treffe immer. Wie die Motte ist der zum Vorhang. Licht. Lass dir da seine Lehre sein. Noch nur das wäre keine Einwände. Okay. Das war's für dich. Schlendern wir ein bisschen. Das sollte gehen. Was mit deiner Tasche? In Ordnung. Tut gar nicht weh. Hier passt man besser. Verstanden. Nicole, was ist mit deiner Tasche? Verstanden. Nichts beschädigen. Da kommt mir ein Gedanke. Bezaubernd. Gut, die kann ich zwar... na gut. Ich kann sie ausnocken. Genau da, wo es weh tut. Ich finde, du solltest dich hinlegen. Lass mich nur machen. Schwerer Kunde. Irgendwas? Ich dachte es mir tatsächlich. Ärgerlich. Ich komme mir vor wie ein Detektiv. Festhalten. Finger von der Lady. Geh schlafen. Schneller geht's nicht. So. Spielen wir jetzt Detektiv? Das kostet aber. Danach sind wir quitt. So, jetzt kannst du sie ablegen und dann kriegt sie eine gute Nachtspritze. Das wirkt sehr. Wir sehen uns in der Hölle. Dachte ich mir schon. Unterwegs. Weiter geht's. Weiter im Programm. Zur Sache jetzt. Ha, feine Sache. Diese DeWitt-Kerle führen nichts Gutes im Schilde. Also, was haben Sie und dieser Wayne mit all dem hier zu tun? Wie ich schon sagte, wir suchen nach verschwundenen Personen. Er wurde gefangen. Und Sie riskieren Ihren Hals, um ihn herauszuholen. Ich bin sicher, das ist schwer zu verstehen. Ein Longcode. Hört auf, mit dem scheiß Licht rumzuspielen! Ich bin ganz Ohr.
unterwegs. Ich tut gar nicht weh. Gut. Nicht persönlich nehmen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das Licht, das wunderbare Licht. Genau mein Gedanke. Das Licht ist jetzt dein kleinstes Problem. Kommen wir zur Sache. Wer braucht eine Spritze? Der da. Das war's für dich. Mit der Sniper. Verstanden. Kann ich wen erwischen? Oh, der dort oben muss erwischt werden. Hände ruhig. Wie aus dem Nichts. Okay, das ist nicht gut. Der wird gesehen. Von dem wird er gesehen. Nein, wird er nicht. Hm. Na gut. Zumindest nicht, wenn er abgelenkt wurde. Oh. Longcoat kann man erledigen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Den Longcoat kann ich sogar ziemlich chillig erledigen, indem ich einfach mit der Lady das mache. Ich behalte sie im Auge. Oh, ich schieß nicht daneben. So, der Longcoat haut wieder zu dem ab und... Oder zu der. Belästigt die. Wieder einer weniger. Unterwegs. Kommen wir zur Sache. Na also. Schon entschieden? Die Spur ist noch nicht kalt. Oh, ich verstehe schon. Kümmern wir uns um... Okay. Nehme ich. Ist doch leicht. Oh, volles Röcheln. Okay, ich glaube, den kann ich jetzt gut erledigen, indem ich einfach mal zu einfach. Hier raufgehe. Suche geht weiter. Ja gut, das war das. Ich gebe es zu. Das war nicht so Premium. Wo ihr Freund wohl steckt? Das sollte gehen. Nee, das klappt nicht. Die Munition brauche ich auch nicht. Also, beweg dich mal weg schneller. Ja, muss da rumlaufen, dann nächstes Mal rumlaufen, bis du tot. Und ja. Gefällt mir, was ich da höre. Ich komme mir vor wie ein Detektiv. Oder eine Attentäterin. Ich glaube, eine Attentäterin passt sehr. Longcoat. Longcoat. Komm her, Longcoat. Macht auf Dauer keinen Unterschied. Ende im Gelände. Ende im Gelände. Lände. Augen und Ohren offen halten. Hä? Heilige Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Jetzt wird's interessant. Oh Mann, das ist heftig. Moment. New Orleans. Genau. Bieten wir Ihnen eine Show. Komm mit. Verpasst deine Chance nicht, Darling. Geh schon mal vor. Ja, ja. Hat er irgendwas gesehen? Ich denke zum Rassismus. Hm, gefällt. Lieber im Kräuter. Egal. Klar, kein Problem. Den Poncho dort hinten. Der Poncho wird nicht von dem gesehen. Ich könnte ihn wegsnipen. Hat wer einen Arzt? Meine Spezialität. Wie bitte? Nicht stehen bleiben. Hände ruhig. Wie aus dem Nichts. Der wird von denen gesehen. Oder gehört, wenn er drauf geht.
Ach, schade. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Ich habe nicht gespeichert wieder mal. So. Das lief ganz gut. Wurde die gesehen? Oder die Leiche dort? Oder deswegen der eine wieder normal? Dauert nur eine Sekunde. Bezaubernd. Der bleibt sogar kurz dort stehen. Sieh's. Hier kommt eine Idee. Auf ich werfe Zeichen. Einfach mal auf was. Husch. So, mein Freund, es geht weiter. Schneller, schneller, schneller. Und tschüss. Gefällt mir, was ich da höre. Hört was zum... Soll das ein Scherz sein? Hä? Ah, ist die Zeit nicht wert. Tja. Scheiße. Ich weiß, was ich tue. Wie zum Teufel ist das denn passiert? Hallo, lass mich dich ablenken vor deinen Leiden hier. Geh schon mal vor. Was zum Teufel? Was gibt's? Oh ja, zum Rasieren. Ziemlich übel. Ja, bleib, wo du bist, Wayne. Ich komme. Die sehen da irgendjemanden oder irgendwas. Oh, dort vorne, der ist auch weit genug vorgekommen. Na dann, locken wir sie an. Nur du und ich, Schätzchen. Ich komme, Baby. Verdammt. Lass mich nur machen. Die suchen machen wir weiter. Das später. Ich schick sie auf die andere Seite. Läuft. Kräuter schneiden. Oh, ich verstehe schon. Okay, die zwei. Diese Stadt muss man einfach lieben. Der sieht den. Okay. Wie machen wir das? Alles oder nichts. Und wieder zur Sache. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich dir da folgen kann. Wie kann ich die beiden? Der Witt hat das halbe Viertel übernommen. Die werden nichts spüren. Da wird nicht viel klappen. Oh, Moment. Wie lange müssen wir denn noch warten? Snipen ist schon die richtige Option. Ich muss bloß flirten. Zeit für meinen Auftritt. Du siehst aber gut aus. Vielleicht habe ich ja, was du brauchst. Nicht viel der Wettgefolge hier. Hände ruhig. Wir werden ja sehen. Du bringst mich auf Ideen. Du hast eine wundervolle Stimme. Ich behalte es. Das nehme ich. Vielen Dank. Gut. Hat geklappt. Dachte ich mir schon. Ein so schöner Mann wie du. Klar. Was immer du willst. Das Witzige ist, die beiden können jetzt einfach da vorbei. Weil die werden gerade nicht gesehen. Oder es schaut gerade keiner her. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Ich höre zu. Mehr. Ich höre. Nur ein bisschen Blut. Tada. Nageln wir sie noch einer. Zum Rasieren, Schatz. Was meinst du? Geh mit Stift. Papa Gede. Sehr schön. Okay, letztes Gebiet. Letztes größere Gebiet. Okay, der stört dort oben tatsächlich meine Kreise. Wir sind hinter uns. Störe meine Kreise nicht, würde ich zu ihm sagen, aber ich kann es nicht sagen. Also sage ich. Ich schieß nicht daneben. Geh sterben. Voll ins Schwarze. Hast du gehört, was in Colorado passiert? Natürlich hole ich mir den Schuss zurück. 5 Schüsse mit der Sniper gönne ich mir. Tatsächlich 5 Schüsse, 8 Schüsse mit der Sniper. Da könnten wir eigentlich. Wir haben hier gerade mal 6, 10, 12, 16. Ja. 8 Schuss mit der Sniper, das ist schon nicht schlecht. Genau das, was ich kann die Hälfte mit ihm ausschalten. Aus sicherer Entfernung. Danach sind wir quitt. Eigentlich hätte ich auch mit ihr raufgehen können und den ausschalten können, aber naja. Bis ans Ende der Welt. Ja, es kam jetzt anders, wie es. Ich komme mir vor wie ein Detektiv. Was machen wir? Fast geschafft.
nur noch die Straße entlang. Sie hatten Glück, uns zu treffen. Alleine hätten sie das nie geschafft. Ha! Und wenn du mir nichts schulden würdest, müsste ich dich jetzt wohl bezahlen. Natürlich. Meiner Erfahrung nach gibt es gute Samariter nur in der Bibel. Ha! Weißt du was? Du bist ein echtes Juwel, Schätzchen. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Der Lagerplatz der DeWitt Company. Tja, ich würde sagen, jetzt sind wir da. Sollen wir mal nachsehen? Nicht stehen bleiben. Ah, tut mir leid. Aas für die Geier. Hier, schaffen wir dich aus in die Schatten rein. So, in den Schatten ist alles gut. Der nächste, bitte. Wir können jetzt darauf. Tatsächlich, wir können wirklich darauf. Nur keine Sorge. Dauert nicht lang. Können wir auch darunter springen? Tatsächlich, wir können einfach diesen Vorhof komplett umgehen. Bin in einer Sekunde da. Warum heißt es Unfälle eigentlich das passieren? Soll ich das umgehen? Ah, ich kann auch anders rein. Was ist da klüger? Ah, der Longcoat. Ja, so das sind hier reißerisch. Ja, dort hinten. Oder die dort hinten. Die läuft hier rum. Der sieht den. Also, du siehst da zum Glück nichts. Also, wenn da ein Unfall passiert, bist du fällig. Der Longcoat läuft da nicht zufällig mal hin. Okay. Was machen wir? Schützen. Schützen. Das sind alles Ladies hier. Tatsächlich weißt du, wirst du, glaube ich, gerade hier nicht manchmal gesehen. Manchmal habe ich den Eindruck, könnte ich den ganzen Tag machen. Gefällt mir. Wir sind drin. Noch kann ich Wayne nirgendwo sehen. Wir sollten zu diesem Büro gehen. Ist doch nur ein bisschen Blut. Keine blöde Idee. Ich zeig euch die Stadt. Wohin? Wer hat das Licht ausgehen lassen? Oh. Uh-oh. Eine Seele für Papagere. Kein Mucks. Geht klar. Auch du kommst hier hinten in die Ecke rein. So, das Licht ist aus. Was machen wir mit dem da? Naja, jetzt passieren erstmal Unfälle. Oh oh. Läufst du jetzt den Weg wieder zurück? Du wolltest doch in die Richtung weiter, oder? Ja, genau. Geh schön in die Richtung weiter. Ich kümmere mich drum. Die Spur ist noch nicht kalt. Es geht Zeit nicht mehr. Kein Problem. Wir folgen einfach den Hinweisen. Wollen wir dann? Müsste jetzt mit dem Sniper eigentlich machbar sein, oder? Hände ruhig. Wieder einer weniger. Gut. Was? Keine Einwände. Streichhölzer habe. Kriegst du leicht Angst? Ha, das wird gut. Okay. Keine faulen Tricks, meine Spezialität. Scheiße, so leicht kriegst du mich nicht. Ich schick sie auf die andere Seite. Wie aus dem Nichts. Sehr schön. Gutes Teamwork. Der Longcoat ist jetzt ausgeschaltet. Der ist ausgeschaltet. Da drüben. Kann ich den da drüben ausschalten? Ich habe das richtige Werkzeug. Hände ruhig. Der stört mich einfach nur. Wieder einer weniger. Leider sind die Sniper-Schüsse dort oben. Ist egal.
das riecht nach Ärger. Wo ihr Freund wohl steckt? Ich kümmere mich drum. Den Schützen. Oh, ich weiß genau, was ich tue. Bin schon da. Den Schützen kann ich nicht. Was ist unter dieser Plane? Mehrere leere Käfige. Sieht aus, als ob sie Leute hier durchgeschleust haben. Scheiße. Sieh genau hin. Ich sehe Komm das her, mein Freund. Ich lasse sie rein. Aber dann ist meine Schuld beglichen. Wie du meinst, Schätzchen. Der wird dauernd mit seiner Schuld. Ich habe deine Seele. Wir sehen uns auf der anderen so, Seite. Du bist weg. Und die sehen nicht so weit, als bist du weg. Geh mit Papa Gerde. Das Licht ist aus. Genau, das ist ein kleiner Pieks. Ihr werdet gepiekst. Nein, könnt ihr, oder? Kann ich die pieksen? Schlecht. Nageln wir sie fest. Jetzt wird's interessant. Gern schlecht. Ich hätte einen. Show geht weiter. Bezirzen. Kinderspiel. Wobei, ich kann sie bezirzen. Zur Sache jetzt. Bereit, wenn du es bist. Okay, die Tasche. Ich bin ganz geladen und bereit. Wer will einen Blick riskieren? Und jetzt. Kommt mir ein Gedanke. Schätzlein, sie müsst hier nicht ist Wache halten. Das ist doch langweilig, oder? Augen und es braucht nur einen Blick. Komm Warum mit. Kommst du nicht zu mir? Ich komme, Baby. Oh ja. Und dann siehst du so eine hübsche Tasche. Ist das nicht juicy? Scheiße, ich muss zurück. Zu einfach. Nein, okay. Dann anders. Flirten. Einen Blick abwenden. Noch besser. Und wo ist der Haken? Wieder voll ausgerüstet. Okay, auf geht's. Noch besser. Blenden und dann töten. Keine blöde Idee. Wie aufregend. Blenden wir sie ein bisschen. Nimm meine Nase voll. Ziemlich viel der Wettgefolge hier. Das wirkt sehr unterwegs. Kümmern wir uns ums Unkraut. Jetzt halt! Oh, nicht. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Das ist richtig weh. Dammit. Okay, Moment. Ach, weil das Blenden hat sich schon alarmiert. Ach so, okay. Bringen wir es hinter. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ja, wie mache ich die denn wieder weg? Voll ausgerüstet. Blenden und dann. Wie weit geht es? Blenden. Fertig und los. Dauert nur eine Sekunde. Weit Der genug. Das halbe ich muss ja nur. Ich muss ja nur die Schüsse hier landen, damit beide gleichzeitig draufgehen können. Es ist harmlos. Mit besten Grüßen. So, so nageln wir sie. Ich zeig euch die Stadt. Eins? Oh, ich verstehe schon. Ich hätte sogar beide erwischen können in derselben Zeit. Nummer eins. Ein bisschen Nice Bon Voyage. Ich habe Freunde auf der anderen Seite. Die werden nicht zwei. Nummer Mach zwei. Platz. Die Spur ist noch nicht kalt. Bereit, wenn du es bist, Darling. Blenden wir sie ein bisschen. Auf mein Zeichen. Zur Sache jetzt. Ich schick sie auf die andere Seite. Hey! Dammit, hat nicht geklappt. Ja gut, dann vielleicht mit einem Sniper-Schuss einfach so. Also, simpelste Art und Weise, die loszuwerden. Sniper-Schuss. Hat wer einen Arzt gerufen? Wieder voll ausgerüstet. Keine Einwände. Ich kümmere mich drum. Aber erst selbe Taktik. Ich muss erst... Oder ich will erst, dass sie ihr Schicksal teilen. Wobei, dann brauche ich keinen Sniper-Schuss. Dann kann ich es auch einfach. Du gehörst nicht zur Company. Sie war zu weit vorne. Sie war zu weit. Warum bist du so weit vorne? Bin in einer Sekunde du musst nicht so weit vor. Gut.
Hat wer einen Arzt gerufen? Halt, ihr müsst nicht rennen. Aber. Okay, gut. So. Ich behalte sie im Auge. Ist das... Wieder voll ausgerüstet. Okay. Bereit, wenn du es bist. Fertig und los. Blenden. Ah, New Orleans, die werden nichts. Bin schon da. Ein kleiner Pin. Zwei. Wollen wir dann? Alles oder nichts. Und wieder zur Sache. Hallo, meine Hübschen. Ich weiß, wo ich hinzielen muss. Boop. Du brauchst eine kleine Pause. Wie lange müssen wir denn noch warten? Halten wir unsere... Das wirkt sehr schnell. Ja, wirklich. Schick sie auf die... Wir sehen uns in der Hölle. Lieber im Kräuter schneiden. Jetzt vielleicht hier noch das Licht ausmachen. Da noch das Licht ausmachen. Falls irgendwas hier drin passieren sollte. So Alarm schlagen oder so. Dann können wir immer noch hier... es uns zunutze machen, dass wir hier Vorteile haben. Auf alles vorbereiten. Gut. Fest verschlossen. Dafür ist ja... feine Sache. Er mit dabei. So, was passiert hier drin? Der Witt hat das halbe Viertel übernommen. Sieht ganz so aus, als ob ihr Freund nicht hier ist. Scheiße. Wo zum Teufel bist du, Wayne? Vielleicht finden wir hier einen weiteren Hinweis. Was ist das? Noch eine Liste mit Anweisungen? Hä? Gut, gehen wir zurück. Wollte gerade sagen. Also, was haben wir hier? Irgendwas bezüglich einer Lieferung. Offenbar haben sie Wayne aus der Stadt gebracht. Zum Queen's Nest. Was ist das? Ein alter Ort im Bayou. Das kann nichts Gutes bedeuten. Also, sind wir hier fertig? McCoy! Nein, er hat recht. Ich habe, was ich brauche. Zeit ist, wir zurückgehen. Okay, diese Mission ist abgeschlossen.